Große Pläne, harte Zahlen und rege Diskussionen. Mehr als 250 Besucher haben sich beim Forum des Trierischen Volksfreunds über die drei Bürgermeisterkandidaten der Verbandsgemeinde Gerolstein informiert. Die Kommunalreform, die demografische Entwicklung und der Wettbewerb der Schulen um Schüler waren die großen Themen. Die beiden parteilosen Herausforderer Astrid Glimko und Johannes Meyer stellten sich zusammen mit Amtsinhaber Matthias Pauli den Fragen der Redakteure und des Publikums. Tiefstapeln ist nicht die Sache von Johannes Meyer. Er will die B410 in einen Tunnel verlegen und auch den Bahnhof kaufen und reaktivieren. Angesichts dieser Visionen rätselten viele, wie ernst gemeint seine Kandidatur sei. Absolut ernst gemeint, entgegnet Meyer, dessen Aussagen das ein oder andere Mal für Gelächter im Saal sorgen. Astrid Glimko steht nach eigener Aussage für eine bürgernahe und sachliche Politik. Sie sieht keine Probleme ob ihrer fehlenden kommunalpolitischen Erfahrung und der fehlenden Unterstützung einer Partei. Matthias Pauli betonte, weiterhin hart arbeiten zu wollen, um die VG durch ihre Wirtschaftskrise zu bringen. Für ihn ist eine Sparkassenfusion weiter ein Thema, nur der Zeitpunkt sei offen. Jetzt müssen nur noch die Bürger am 7. Juni entscheiden, wen sie als Bürgermeister wollen.